Ministerpräsident Markus Söder. Liebe Gäste des Bayerischen Raumfahrtgipfels, ich schicke Ihnen herzliche Grüße von der Internationalen Raumstation ISS nach Deutschland, Bayern und nach Oberpfaffenhofen. Oberpfaffenhofen und damit das dort gemeinsam von ESA und DLR betriebene Columbus-Kontrollzentrum ist ein Herzstück für unsere gemeinsame Arbeit auf der ISS. Vielen Dank für die wichtigen Beiträge, die Bayern und alle anderen deutschen Bundesländer hier leisten. Seit meinem Studium an der TU München bin ich der TU und damit auch Bayern verbunden. Die neue Raumfahrtfakultät an der TU zeigt, dass in Bayern Zukunftsforschung vorangetrieben wird. Wir führen hier auf der ISS Forschung durch, die aufgrund der Schwerkraft auf der Erde nicht möglich wäre. Und damit helfen wir, Innovationen für die Menschen auf der Erde voranzubringen. Das ist für mich ebenso wichtig wie motivierend. Lieber Herr Ministerpräsident Söder, wir beide haben eine Gemeinsamkeit. Unsere Leidenschaft für Star Trek. To boldly go where no one has gone before. Dieses Motto inspiriert viele Menschen. Und ich bin froh, dass auch Sie in Bayern immer wieder zu neuen Horizonten aufbrechen. Live long and prosper. Ja, Warp 10. Warp 10 ist die Begeisterung. Man sieht, es ist echt total spannend. Es ist so eine echte Community, die da ist. Und beiden Astronauten haben mir das gleich erzählt. Also bei aller Bedeutung von Star Wars, aber Star Trek ist das, was der Initialpunkt ist. Und es rührt mich, es freut mich und sage ganz herzliches Dankeschön.